Ich finde auch, dass Frau Merkel nicht schlecht, ne? Ich meine, sie hatte nie die Ausstrahlung vom Helmut Kohl, hat aber seine alten Anzüge auf. Helene Fischer finde ich auch nicht schlecht. Ich habe den Vater noch sehr gut gekannt. Gottfried Fischer. Ne? Dann werden Sie auch noch alle kennen. Ne? So haben sich die Zeiten geändert. Die Zeiten haben sich vor allen Dingen auch geändert. Ich habe gesehen, es sind auch einige hier, die, ja, wie soll man das so sagen, schon einige Zeiten erlebt haben. Man muss ja vorsichtig sein. Ne? Und es war ja früher so, wenn Sie sich erinnern können, was sich mit am meisten verändert hat, ist das Auto mit den Jahren. Also nicht nur technisch, auch die Spritpreise. Können Sie sich noch erinnern, wenn wir gesagt haben, wenn der Sprit jemals über eine Mark kostet, schaffen wir ein Auto ab. Eine Mark wäre heute 50 Cent. Wenn es irgendwo eine Tankstelle gäbe, wo man 1 Liter Sprit für 50 Cent kriege, da hingen wir alle auf die Hände hin. Und das hat sich inzwischen verändert. Ich meine, gut, man sagt dann immer, gibt Alternativen, sagt man, bekannter Elektroauto ist, aber was soll ich damit? Ich war schon immer mit dem Rasenmäher über die Schnur. Ja, der ist auch zum Denken. Und früher fuhr man noch mit dem Auto in Urlaub. Können Sie sich noch erinnern? So klassisch war mit dem VW Käfer von Essen nach Rimini. Da wurde gesagt, wir fahren alle früh los, damit wir was schaffen. Als wenn das so ein Wettrennen gewesen wäre. Und dafür mussten wir als Kinder alle vorschlafen. Das war sinnvoll. Da ging man dienstags schlafen, weil man donnerstags wild wurde. Weil man nahm dann so Kassetten anfangs mit. Ne? Ich kann mich aber erinnern, wir hatten dann eine Tour, da haben wir dann auf der Autobahn gemerkt, weil wir haben eine Weihnachtskassette von Rolf Zukowski mit. Wir standen nachts im Gotthardtunnel, es war 36 Grad. Neben uns stand ein Auto mit 4 verzweifelten, fassungslosen, kopfschüttelnden Stuttgartern, weil wir mit 5 Mann voller Begeisterung sangen. In der Weihnachtsbäckerei. Ich dachte, wir nehmen alles selber mit. An der Raststätte halt man nur für zu viel, also wenn man einer muss. Erstens ist es da viel zu teuer und so wie wir es selber machen können, kriegen die es gar nicht hin. Das stimmt. Wenn man nachts um 3 Uhr eine Schnitte Brot schmiert, ich da drauf eine Scheibe Gouda oder Limburger oder Harzer Roller. Der Roller Leitner, der will nicht. Ne? Dazu ein frisch gekochtes, noch warmes Ei, eine frisch gebratene Frikadelle und eine Banane. Packt dann alles in eine vakuumversiegelte Tupperdose. Fährt damit um 4 Uhr nachts hier ein Essen los und öffnet das. Am nächsten Tag um 17 Uhr am Inntal-Dreieck. Den Geruch kriegt keine Raststätte so hin. Und der Käse verändert sich. Dafür haben wir im Deutschen ein Adjektiv, ein spezielles Wort für Käse, der sich durch Wärme und Sauerstoffentzug verändert, der wird labbelig. Den Beste kann ich Ihnen empfehlen, zu labbeligem Käse schmeckt Fruchtslauer Sprudel ohne Kohlensäure. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch 5 Deutsche in dem Käfer, das ist unbequem und klein. Alle! Routina, oh Marina, wenn wir uns einmal wiedersehen. Routina, oh Marina.